360 Football hier und heute wieder mal mit einem klassischen Trainingsvideo, wie ihr euch gewünscht habt. Das Wetter ist ganz bescheiden, muss man an dieser Stelle sagen. Katastrophal. Aber das hindert uns nicht, den Content für euch aufzunehmen und geile Trainingsvideo abzuliefern. Ja, reden wir nicht lange. Genau, kommen wir zum Thema. Wir machen Ballkontrollübungen, solche Übungen, die wir auch in den Personal Trainings machen. Und weitere Details folgen dann gleich bei der ersten Übung. Let's go! Vamos! Bei der ersten Übung gehen wir nicht zu fest ins Detail, da es eine simple Übung ist, doch sie ist super zum ein bisschen reinkommen. Hier Außenseite, Innenseite. Wichtig ist es, den Ball auch wirklich schräg mitzunehmen und nicht nur so nach vorne. Das bringt nicht so viel, aber eben gute Übung zum Reinkommen. Die zweite Übung ist eigentlich die gleiche, einfach mit zwei Berührungen. Das heißt, auch wieder nicht zu gerade, mehr seitlich, 1, 2, innen, 1, 2, innen, zack, zack. Sehr einfach, gut zum Reinkommen, wie Nick vorher schon gesagt hat. Dann wird das schon ein bisschen anspruchsvoller, gerade wenn man aufs Tempo geht. Rein vom Ablauf her ist die dritte Übung folgendermaßen. Außenseite, Außenseite, Übersteiger, Außenseite, Außenseite, Übersteiger. Dann natürlich steigern. Und das Ziel ist es, immer schneller zu werden, trotzdem sauber zu bleiben und sich selber zu pushen. Gerade für die Skiller da draußen sicher eine Top-Ballkontrollübung. Diese Übung ist ähnlich wie die von vorher. In Fachkreisen nennt man diese die Schere. Also zuerst Außentriss, Außentriss, dann zack, 1, 2, zack. Macht diese Übung dynamisch, das heißt wirklich die Täuschung, zack, zack, die Täuschung und immer so weiter schnell und dynamisch machen, so werdet ihr besser. Fünfte Übung, zuerst zum Ablauf, da haben wir Außenseite, Außenseite, hinten durchziehen, Außenseite, Außenseite, hinten durchziehen. Hier trainieren wir die Flinkheit von beiden Füßen, auch die Technik natürlich. Und wichtig ist es nach dem zweiten Mal Außenseite, wenn man mit der Sohle zurückzieht, das Standbein nach vorne bringen und dann ein Rhythmus, zack,
zack, zack und so weiter. Das ist die fünfte Übung, machen wir noch die letzte. Die sechste und letzte Übung ist sicher kompliziert. Wir zeigen sie euch nachher noch in Slow Motion, damit ihr den Bewegungsablauf auch sehen könnt. Aber ich zeige sie euch kurz vor. Links, rechts, ziehen, zack, 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 ziehen. Und dann könnt ihr immer schneller werden, dynamischer. Und ja, jetzt seht ihr die Übung auch noch in Slow Motion. Vamos! Das waren jetzt diese sechs Übungen und einige von euch fragen sich sicher, ja, wie viele davon sollte man denn machen, wenn man so ein Training macht? Wir empfehlen zum Beispiel, alle sechs Übungen zu machen und dann von 16er bis 16er und dann wieder runter und pro Übung das Ganze zweimal. Also hoch, runter, zwischendrin natürlich Pause, so viel wie du brauchst und dann zur nächsten Übung gehen. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal ein solides Ballkontrolle-Training hinter euch gebracht. Das war wieder mal eines unserer Trainingsvideos. Jetzt liegt es an euch, die Übungen durchzuziehen. Wir haben viele Spieler im Personal Training, die solche Übungen regelmäßig machen. Und wenn sie die mit Tempo machen, sich immer weiter steigen und dann mit der Zeit auch den Blick vom Ball lösen, werden sie einfach viel flinker und viel besser am Ball. Das gibt ein super Fundament, daher sehr empfehlenswert. Und ja, an dieser Stelle danke fürs Einschalten. Abonniert uns, checkt uns auf Instagram ab. Auch noch danke an unseren Sponsor 11 Team Sports an dieser Stelle. Und ja, kommentiert auch noch, was ihr als nächstes so sehen möchtet. Vielleicht können wir das auch dann aufnehmen. Bye bye!